Ja, das Wichtigste bei dem Projekt waren zwei Sachen. Das eine ist natürlich die Künstler, internationale Künstler aus unserer Region. Das war schon immer mein Anliegen, die Musikakademie in Marktoberdorf auch der Region zu präsentieren. Und wenn man zwei internationale Stars hat, wie es in dem Fall gegeben war, die einzuladen, und zwar, dass sie sich gegenseitig inspirieren. Nicht, dass sie ein Maler malt nicht nach der Musik, sondern der Musiker hat sich von der Malerei inspirieren lassen und die Malerin hat sich von der Musik inspirieren, also eine gegenseitige Inspiration. Ganz neu für uns die technische Herausforderung. Der Karl hat es gerade schon gesagt. Wir haben neue Medien für uns eingesetzt. Wir haben mit drei Kameras, einer Schulterkamera, einer motorisierten Kamera und einer fixen Kamera immer auf das zu malende Bild gearbeitet mit zwei großen Videoprojektionen. Und das war jetzt ein ganz intensives Erlebnis.
Es war sicherlich ein großer Erfolg, es war für uns alle eine ganz, ganz große Erfahrung und wir werden in dieser Richtung weiter experimentieren.